Eine aktuelle Studie entlarvt die erschreckend desaströsen Ergebnisse der Anlageberatung von Banken und Vermögensverwaltern. Alle Details und wie du es besser machen kannst in diesem Video. Wer in der Verlegenheit ist, einen größeren Geldbetrag auf dem Konto zu haben, macht sich Gedanken, wie er das Geld am besten investiert. Je besser die Ergebnisse der Geldanlage, desto entspannter wird eines Tages der Ruhestand ausfallen. Weil sich das aber die wenigsten selbst zutrauen, suchen sie die Hilfe von Banken oder Vermögensverwaltern. Diese sind ja schließlich die Profis und sollten wissen, wie man geschickt investiert. Leider spiegeln das die realen Ergebnisse aber nicht wider. Eine Studie des Instituts für Vermögensaufbau, die von dem Investmenthaus Vanguard in Auftrag gegeben wurde, deckt jetzt die gravierenden Renditeeinbußen der Banken sehr transparent auf. Die Studie habe ich dir unter dem Video verlinkt. Hinter dem Institut für Vermögensaufbau steckt Dr. Andreas Beck aus München. Er ist Finanzmathematiker und in Deutschland sehr bekannt in der leider sehr kleinen Szene von Beratern, die sich der wissenschaftlich gestützten Anlageberatung verschrieben haben. Ich kenne ihn persönlich und durfte mit ihm schon einige wirklich sehr interessante Gespräche führen. Der amerikanische Finanzwissenschaftler William Sharpe hat 1991 in einem Artikel die These aufgestellt, dass alle aktiv gemanagten Wertpapierportfolios den breiten Markt abbilden. Somit muss die durchschnittliche Rendite aller aktiv gemanagten Portfolios, also der Rendite eines einfachen, kostenfreien Buy-and-Hold-Index-Portfolios abzüglich der Kosten entsprechen. Nach Kosten muss die Rendite der aktiv gemanagten Portfolios also unter der Indexrendite liegen. Also stellt sich aus Kostenaspekten die Frage, warum man einen aktiven Manager bezahlen soll, wenn die Rendite nach Kosten schlechter ist als die des breiten Marktes. Weil sich Anleger aber nicht selbst mit der Thematik beschäftigen möchten, nehmen sie die Kosten eben in Kauf. In der Studie werden daher aber die Ergebnisse der aktiven Manager ohne Einfluss der Kosten mit dem breiten Markt verglichen. Man tut also so, als würde die Investition in einen breiten Marktindex die gleichen Kosten verursachen wie ein aktiver Fondsmanager. Aktive Fondsmanager hat also keine Kostennachteile. Seine Ergebnisse sind somit ausschließlich auf sein Handeln, also auf sein geschicktes Kaufen und Verkaufen, seine Expertise zurückzuführen. In die Studie sind Daten von 43.000 echten Kundenportfolios eingeflossen, die dem Institut für Vermögensaufbau anonymisiert zur Verfügung gestellt wurden. Alle diese Portfolios verfügen über eine 15-jährige Historie. Es liegen also alle Performancezahlen über 15 Jahre hinweg vor. Das ist kein kleiner Marktausschnitt, sondern entspricht wohl über 80% des gesamten Marktes. Somit können die Ergebnisse der relevantesten 40 Banken sehr, sehr transparent ausgewertet werden. In den 15 Jahren von 2008 bis 2023 wurden defensive, ausgewogene und aggressive, real existierende Mischfonds mit der jeweiligen Benchmark aus einem statischen, breit gestreuten Indexportfolio verglichen. In der defensiven Strategie bestand die Indexgewichtung aus 25% Aktien und 75% Anleihen. Bei dem ausgewogenen Portfolio waren es 50% Aktien und 50% Anleihen und bei dem aggressiven Portfolio 75% Aktien und 25% Anleihen. Diese Quote wurde immer stabil gehalten, also rebalanced. Die Ergebnisse sind schockierend. Selbst in der defensiven Risikoklasse beträgt die Underperformance der Banken über 1% im Jahr. In der ausgewogenen Strategie sind es fast 2% und im aggressiven Ansatz sogar über 2% jährlich. Über den gesamten Zeitraum von 15 Jahren ergibt das ein schlechteres Anlageergebnis der Banken von über 20% in der defensiven, 50% in der ausgewogenen und wirklich bittere 74% schlechtere Ergebnisse in der aggressiven Strategie. Was ist aber der Grund für diese desaströsen Ergebnisse? In der folgende Grafik sehen wir 20 Standard-Portfolio-Strategien der 40 relevantesten Banken. Dass es nur 20 sind, liegt am sogenannten Survivorship-Bias. Es können nur die Strategien berücksichtigt werden, die auch über 15 Jahre hinweg bestanden haben. Wenn eine Strategie nicht funktioniert, wird sie eingestampft und kann in der Untersuchung eben auch nicht berücksichtigt werden. Man könnte also sagen, dass die Ergebnisse in Wahrheit noch schlechter sind als in der Studie ausgewiesen, weil die schlechtesten Strategien gar nicht berücksichtigt werden konnten, weil sie eben nicht über die vollen 15 Jahre bestanden haben. Als Benchmark wurde die durchschnittliche Allokation der untersuchten 20 Portfolios herangezogen und diese lag bei 56% Aktien
und 44% Anleihen, also recht ausgeglichen. Auch hier wurde die Benchmark-Performance um die durchschnittlichen Kosten von immerhin 1,48% jedes Jahr gekürzt. Das heißt also, die durchschnittlichen Kosten für den Vermögensverwalter waren 1,48%, einige waren deutlich drüber und ein paar waren natürlich auch ein bisschen günstiger. Die zweite Spalte zeigt, aus welchem Segment die Strategie stammt. Niedrig bedeutet das Segment für Kunden mit 1 Million Vermögen und mehr. Höher steht für das Segment von 3 bis 5 Millionen Euro. Betrachtet man nun die einzelnen Jahre von 2015 bis 2019, haben wir 5 recht unterschiedliche Jahre, die deutlich machen, wo die schlechte Performance herkommt. Die Jahre 2015, 2017 und 2019 waren recht stabile Jahre ohne große Marktschwankungen. Hier lagen die Ergebnisse der Vermögensverwalter in etwa bei der Benchmark. Einige waren etwas besser, andere etwas schlechter. Aber im Großen und Ganzen etwa auf dem Niveau der Benchmark, also sprich des breiten Marktes. Spannend sind die Jahre 2016 und 2018. Beide Jahre hatten eine sehr starke Schwankung, man spricht hier von der Volatilität. 2016 war geprägt von einem sehr schlechten Start, schweren Terroranschlägen, dem Brexit-Referendum in Großbritannien und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Dieses Jahr lief wohl am Ende deutlich besser, als die Vermögensverwalter es für möglich hielten. In diesem Jahr schnitten 18 von 20 Vermögensverwalter zum Teil deutlich schlechter ab als die Benchmark. 2018 dagegen war ein negatives Jahr mit aber ebenfalls hohen Schwankungen. Das Jahr war geprägt durch hohe Verunsicherungen im Markt und hier verpassten satte 19 von 20 Vermögensverwalter das Ergebnis der Benchmark. Man kann also klar folgern, dass gerade in den schwierigen Jahren, in denen man von den Vermögensverwaltern eigentlich erwarten würde, dass sie aufgrund ihrer Expertise Schlimmeres verhindern, genau das Gegenteil eintritt. Die Handlungen der Vermögensverwalter, also die Käufe und Verkäufe, führen dazu, dass die Ergebnisse vor allen Dingen in den schwierigen Jahren zum Teil deutlich schlechter sind, als wenn man auf diese Expertise einfach verzichtet hätte. Ich erinnere nochmals daran, dass das nicht auf die höheren Kosten zurückzuführen ist, weil diese bereits von der Performance der Benchmark abgezogen wurden. Wenn du dich erinnerst, die Vermögensverwalter haben im Schnitt 1,48% Kosten im Jahr. Das bedeutet also, die Renditen der Vermögensverwalter wären nach Kosten nochmals fast 1,5% jedes Jahr schlechter. Aber wir wollten hier in der Studie oder die Studie wollte hier das Ganze um die Kosten bereinigen, um die Effekte wirklich auf die Handlungen der Vermögensverwalter zu beschränken. Wie wir vorhin gesehen haben, addieren sich diese Fehlentscheidungen über die Laufzeit von 15 Jahren auf die dramatischen Renditeunterschiede von fast 50% in der ausgewogenen Strategie. Wenn dich die Studie interessiert und du mehr Details wissen möchtest, lade sie dir einfach bei Vanguard auf der Website herunter. Was lernen wir aus der Studie? Wir sehen sehr deutlich, dass die Vermögensverwalter es in aller Regel nicht schaffen, die Rendite der Benchmark zu schlagen und meist deutlich darunter abschneiden. Stattdessen solltest du dir eine für dich und dein ganz persönliches Sicherheitsbedürfnis passende Aktienquote auswählen und diese durch Rebalancing zwischen den Aktien und Anleihen immer stabil halten. Je höher die Aktienquote, desto höher die Schwankungen in einzelnen Jahren und desto höher fällt auch die Rendite aus. Wer es etwas ruhiger haben möchte, wählt eine geringere Aktienquote, muss sich dann aber auch mit einer geringeren Rendite zufrieden geben. Natürlich solltest du sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite so breit wie möglich international streuen. Wie du diese Strategie in die Praxis umsetzt und welche weiteren massiv unterschätzten Vorteile diese Strategie hat, zeige ich übrigens in meinen Online-Workshops. Mehr dazu findest du unter dem Video. Wenn du dir jetzt nicht zutraust, diese Strategie selbst umzusetzen, vereinbar gerne mal ein Gespräch mit mir und wir besprechen, wie ich dich dabei eventuell unterstützen kann. Viele Menschen machen sich viel zu wenig Gedanken über ihre Geldanlage und unterschätzen den Hebel, der in einer höheren Rendite langfristig versteckt ist. Selbst wenn man erst mit 60 zu einem höheren Geldvermögen kommt, weil man zum Beispiel sein Haus oder sein Unternehmen verkauft hat, hat man immer noch mehrere Jahrzehnte, in denen das Kapital investiert ist. Bitte vergiss nicht, je höher die Rendite, desto mehr kannst du dir im Ruhestand erlauben. Du hast hart für dein Geld gearbeitet, jetzt sorge dafür, dass dein Geld für dich arbeitet. Warum du dein Geld übrigens keinesfalls als Einlage bei einer Bank anlegen solltest, zeige ich in diesem Video. Alles Gute und bis bald.